willkommen zu unserem heutigen Adventsvideo. Wir haben Ihnen heute etwas zum Mitmachen mitgebracht. Sie können die Übung, je nachdem wie Sie möchten, im Sitzen oder im Stehen ausführen und Sie brauchen dazu zwei Tücher oder Ähnliches. Ganz passend zu der jetzigen Zeit benutze ich heute dafür diese zwei Mund-Nasen-Bedeckungen. Ich werde die Übung ausführen und meine Kollegin wird die Anweisungen geben. So, ich lese Ihnen eine kurze Geschichte vor. Es geht um den Kerzenschein. Sinn der Aufgabe ist es, jedes Mal, wenn ich das Wort Kerze vorlese im Text, werden Sie die Tücher oder Mund-Nase-Bedeckungen, was auch immer Sie gefunden haben, in der Luft wedeln. Sind wir gespannt, ob es auf Anhieb klappt. Kerzenschein. Schon bald beginnt die Adventszeit. Dann beginnt auch wieder die schöne Zeit der Kerzen. Große Kerzen, kleine Kerzen, dicke Kerzen, dünne Kerzen. Nachmittags wird es früh dunkel. Um die Dunkelheit schöner zu gestalten, zünden wir Kerzen an. Wir legen Teelichter in ein Glas oder auf einen Kerzenhalter und zünden eine Kerze im Stöfchen an, um Tee und Kaffee warm zu halten. Der Kerzenschein erstrahlt in der Dunkelheit und wärmt unser Gemüt. Kerzen gibt es mittlerweile nicht mehr nur in Rot oder Gold. Kerzen gibt es für jeden Geschmack und in allen Farben. Jeder kann Kerzen in seiner Lieblingsfarbe finden. Blaue Kerzen, grüne Kerzen, lila Kerzen, silberfarbene Kerzen, Kerzen in Gelb, Orange oder Braun. Der Klassiker unter den Kerzen bleibt aber immer noch die rote Kerze. Gerade auf dem Adventskranz mögen die meisten Menschen vier dicke rote Kerzen, Strohsterne, Zimtstangen und selbstbestickte Schleifenbänder. Die Vorweihnachtszeit ist eine ganz besondere Zeit im Jahr. Jeden Sonntag wird im Kreis der Familie eine Kerze mehr auf dem Adventskranz angezündet und im Kerzenschein beisammengesessen. Zu keiner anderen Zeit im Jahr spielen Kerzen eine so wichtige Rolle für uns. Und wir erinnern uns jedes Jahr gerne an die vorhergegangenen Kerzenfeste zurück. In vielen Familien gibt es an Weihnachten sogar einen Baum mit echten Kerzen. Es duftet nach Kerzenwachs und Streichhölzern. Ein Duft, der viele Gedanken verbindet. Nach dem Familienfest schließt das Jahr am Silvesterfest mit Wunderkerzen ab. Kerzenlicht in allen funkelnden Farben machen diese Nacht zu einer ganz besonderen. Und es dauert nicht lange, dann beginnt sie von neuem, die wunderbare, wärmende und besinnliche Zeit der Kerzen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Dankeschön.